Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Run von The Binding of Isaac Rebirth. Ja, wir machen weiter, nachdem wir letztes Mal ja leider bei Mom versagt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da hatte ich auch vergessen, das eine Teil von Wikipedia rauszuschneiden, beziehungsweise ist ja gar nicht Wikipedia, ist ja das Isaac-Wiki, ist glaube ich von Gamepedia. Aber okay, das ist ja jetzt egal. Was ich noch mit ansprechen wollte, jetzt nehmen wir erstmal das Item auf. Reusable Knockback, okay. Ach, das ist dieser Forts, oder? Ja. Was ich noch mit ansprechen wollte, ist mein letztes Video, die zweite Folge von Doom. Die hat nämlich, falls ihr es eventuell schon bemerkt habt, quasi keine Aufrufe. Das würde mich echt nochmal freuen, falls hier jemand, der das hier jetzt sieht, die noch nicht gesehen hat, guckt's euch an. Echt, es ist ein cooles Spiel. Es wird davon jetzt auch keine Folge mehr kommen, weil es ja nur die Open Beta war, die jetzt vorbei ist. Und, ja, da wird jetzt auch nichts weiter mehr kommen. Deswegen könnt ihr es euch ruhig nochmal angucken, ob es euch vielleicht nicht doch gefällt. Und, ja, gut, deswegen... Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ist schon ein bisschen schade, wenn dann so ein Video halt wirklich kaum Aufrufe kriegt generell. Meine Aufrufe sinken immer weiter runter, so in letzter Zeit. Finde ich sehr, sehr schade. Vor allem, weil es ja jetzt mittlerweile ist es zwar schon ein paar Wochen her, aber halt die Zeit in den Ferien, wo ja jeden Tag ein Video kam und immer so um die 20 oder mehr Aufrufe waren. Das war schon echt cool und es ist halt echt schade, dass es jetzt wieder so tief gesunken ist. Ach, scheiße, jetzt habe ich mich treffen lassen, Mist. Also, ist schon echt traurig, um es so zu sagen, ja. Und, naja, ich habe so eigentlich keine Idee, was man dagegen machen könnte, weil, naja, so Interaktion mit den Zuschauern ist zwar mittlerweile mehr geworden, aber... Ah ja, bei so manchen Themen wird dann immer doch nicht so viel geschrieben. Also wirklich, wenn ihr irgendwie eine Lösung dafür habt, dann sagt's mir bitte. Schreibt was in die Kommentare oder sowas. Soll ich irgendwas anders machen? Weil es ist halt immer wieder so. Es gibt immer wieder diese Phasen, wo ich mal viele Aufrufe habe und das sinkt dann immer wieder weiter ab. Und naja, die Leute, die das jetzt hier sehen, wäre halt echt cool, wenn ihr mal irgendwas schreiben würdet diesbezüglich. So. Okay, jetzt machen wir weiter mit dem Run. Und wir machen mal das hier. Ja, ist ja nur ein Knockback, okay. Wollte nur austesten, ob das auch wirklich das ist, wofür ich es in Erinnerung hatte. So, ja, genau. Ach, und das lädt sich sogar so auf, ohne... Okay, krass. Man muss dafür nicht mal einen Raum fertig machen. Krass. Das ist ja richtig low, das Item. Aber es ist auch nicht wirklich gut eigentlich, also, na... Ja, hier, wer war's? Hermann Granzen, ne? Du würdest jetzt direkt wieder eigentlich eine neue Welt machen, ne? Beziehungsweise einen neuen Run. Ist ja keine Welt in dem Sinne. Nächster Raum. Oh, nee, die können springen. Aber du droppst eine Pille, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Nee, okay. Hä, haben die nicht irgendwas Spezielles gedroppt immer, die Viecher mit den Farben? Ja! Springen nur in der Ecke rum, aber dann auf einmal Rocket Jump zu mir. Alles klar. Ja gut, so dadurch verlieren wir keine Bombe und gewinnen einfach nur einen Schlüssel dazu. Finde ich gut. Und zwei Herzen. Wir haben keine Herzregenerationsbla. Ugh, die Spinnen, ey. Immer die so hüpfen, aber zumindest hüpfen die jetzt nicht so weit. Die sind schon ziemlich gefährlich. So, hoch. So, bei dir müssen wir einfach nur ein bisschen vorsichtig sein. Na. Bisschen so, nein. So, nein. Schieß zu schräg. So. Nein. So. Na, ach, ich hab den Dreh nicht raus mit dem Schrägschießen. Gehen wir einfach von der Seite nochmal ran. Ein halbes Herz, immerhin. Das kann ich tatsächlich sehr gut gebrauchen. Wait. Ach so, ich wollte gerade sagen, in dem anderen Raum wird auf der Map eine Bombe angezeigt, aber das war ja die, die noch vom Stein verdingenst ist. So, das Explosionsviech, das möchte ich jetzt gern benutzen, um vielleicht die Wände aufzusprengen. Deswegen gehe ich mal ein bisschen hier hin. Ja. Nein, du sollst zu mir schießen, du Idiot. Hier, hallo. Na. Ach komm, das kriegt's doch wohl hin, oder?
Kann ich dich nicht usen? Komm, so ein bisschen abusen. Egal. Ja gut, dann bist du jetzt down. Oh, ein halbes Herz, nice. Okay, wir haben nichts weiter auf dieser Ebene, dann gehen wir mal zum Boss. Widow, hallo. Ey, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Aber gut, hier, wenn der jetzt ganz viele Spinnen spawnt, dann kann ich das Knockback usen, wollte ich sagen. Oh Gott, Ausweichskills, nein! Ich bin dumm. Nein, spawn doch nicht so viele von den Dingern. Nein, warum springst du denn so weit? Wenigstens macht dein weißes Zeug keinen Schaden auf dem Boden. Kommt. Tot. Mann, endlich. Spinnen, nicht mich, bitte, please, irgendwie. Oh, ich brauch das Herz. Oh. Ah! Komm schon, ihr Kackspinnen. Nein, das eine tot machen, das hier wegmachen. Oh, Alter. Ausweichskills, ich sag's euch. Oh, was ist das? All Stats up, Junge, nice. Das? Jo, das ist nice. Hey, Luck aber nicht, ne? Luck ist immer noch bei 1. Krass. Aber, boah, All Stats Up ist schon nett. Ist schon echt geil. Ja gut, dann gehen wir in die nächste Ebene. Dup-dup-dup-dup-dum. Au. Diese Zwischensequenzen, Alter. Ja, da ist direkt der Item Room. Das ist schön. Wir haben auch genug Schlüssels. Ach, wir lassen einfach mal das Flass. Flass, Junge. Flass, genau das Flass. Wer kennt das nicht, das Flass explodieren. So. Okay, Item Room. Bomben. War das dieses Mal C? Nee. Homing Bombs. Oh. Hört sich nett an. Vor allem haben wir jetzt ein paar Bomben dazu gekriegt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Das ist auch ganz schön. Jetzt bräuchte man nur noch wieder ein paar Herzen. Ja, das wäre tatsächlich ganz gut. So, einmal hier rein. Oh nee, schon wieder. Alter, das ist hier die Spinnenplage. Es ist... Oh, nicht in die Ecke! Ausweichen! Nicht von beiden Seiten. Und ihr spawnt immer mehr, das finde ich nicht gut. Ich töte euch jetzt, please, bitte. Tschüss. Nein, nicht immer mehr spawnen. Wie viel Leben hat das Viech denn? Ja, jetzt ist es down. Okay, und nur noch du. Ja, du spawnst auch wieder. Alter. Wie viele Spinnen-Spawner-Viecher wir bisher hatten, ey. Ist schon krass. So. Okay, jetzt können wir einfach noch die Fässer for fun explodieren lassen. Why not? Okay. Dann... Hier rein. Ja, ich war gerade minimal verwirrt. So. Wir sollten eventuell die weißen Nester sind es ja, glaube ich. Ein bisschen unten halten, damit da nicht noch mehr Spinnen rauskommen. So, beide down, alles down, nice. Da drüben ist ein großer Raum. Ich gehe erstmal in die kleinen. Oh, scheiße. Alter, das... Habe ich eigentlich in der Ebene schon Schaden gekriegt? Ja, jetzt, okay. Ich hätte nicht fragen sollen. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen... Oh, das ist ein toller Stein. Ich sollte ein bisschen mehr das Poops-Dingens da einsetzen. Aber ich bin ja nicht so geskillt, als ob ich da dran denke. ja. Ne? Ihr wisst schon. So, okay. Ja, ich kann damit, glaube ich, eh nichts anderes kriegen. Also, ja. Genau. Okay, oh. Ist das nicht Damage Up? Ja, genau. Das kennen wir doch. Nice, haben wir jetzt schon 3 Striche Damage. Ja, so Bossraum gehen wir natürlich noch nicht. Es könnten ja noch ein paar andere coole Sachen so auf der Ebene sein. Zum Beispiel Herzen. Die Tiers, die sehen schon echt nice aus. Also, ja, nice im Sinne von stark. Ich meine, dass er jetzt Blut weint, ist schon ein bisschen sad für ihn, aber, ne. Isaac heult die ganze Zeit. Und seine Tränen sind stark. Also, von daher. Yay, eine Pille.
wetten, es kommt wieder Scheiße raus. Aber komm, ich muss sie benutzen. Das war so klar. Explosive Diarrhea, immerhin. Nicht so schlimm. Hätte ich natürlich, wenn ich jetzt ein Pro wäre, auch wieder gut usen können, um die Seiten aufzusprengen, falls da Secret Rooms wären. So, wir machen erstmal ein bisschen in Safety die Feuerchens kaputt. Weil die Typen hier, die verziehen sich ja eh nur in ihre Ecken, weil sie so rumheulen. Genauso wie Isaac. Ein trauriges Spiel. Ha, ich denke immer nie dran, das Teil ordentlich zu benutzen. Ne? Komm, lasst euch treffen. Unsere Range ist aber auch schon ziemlich nice dran, ne? So an sich. Aber wir hatten ja nur das All-Stats-Up und noch mehr für Range hatten wir noch nicht, ne? Also an sich, ja, ist nice. Ist ganz gut. So, soll ich mich in den großen Raum trauen? Na komm. Oh, schon wieder Spin-Spawner. Und der Typ, droppt der jetzt eine Pille, der Gelbe? Ja, wenn ich ihn mal treffen würde, zumindest. Ach nee, eine Batterie, die mir mittlerweile noch nichts bringt. So, wir killen die Spinne erstmal zu aller First. Aha, komm. Und nebenbei aufpassen, dass die anderen einen nicht erwischen. Ha, ho, ha, hi, ha, hu, Ninja Moves. Bam, bam, bam. Oh, Gott. Ich sollte nicht so viel Scheiße labern. Ah. Okay. Haben wir hier irgendwo einen hübschen Stein zum kaputt maken, bacon maken. Komm jetzt, stopp da endlich mal. So. Ja. Ja, ihr zwei nur noch. Dann kann hier vielleicht noch ein cooles Item. Ne? Ja. Ist hier immer noch ein Gegner? Nee. Lol, aber die Musik hat sich nicht geändert, ne? Hä? Kein Item Drop? Okay, ich war leicht verwirrt. Ja. Hatte ich was gesagt von wegen mehr Herzen kriegen? Habe ich jetzt vielleicht ein halbes Herz weniger als vorher? Pin. Oh nein. Bitte nicht. Oh, ach, und der schießt auch noch. Aber das Knockback bringt mir beim Boss rein gar nichts. Jetzt kann ich nur ein bisschen auf den Damage hoffen. Ja, und ich weiß, eigentlich ist Pin richtig easy. Und, naja, diese 4-Schuss-Dinger da sind auch easy auszuweichen eigentlich. Aber ihr kennt mich ja, ne? Boah, ich wäre schon fast in eins reingelaufen. Ja, gut, da haben wir ihn nochmal gut gekriegt. Warum ich das R jetzt so gerollt habe, ich habe keine Ahnung. Da ist er down. Ja, ist er. So, halbes Herz. Und das HP ab, ja. Okay. Nett. 5 Herzen schon, von denen 3 ausgefüllt sind erst. Ich darf kein Damage kriegen. Ich will einen Devil-Deal. Vor allem jetzt, wir haben schon 5 Herzen nach der zweiten Ebene. Ist schon geil. Da kann man schon ein paar Herzen mal ausgeben. So. Oh ne, Curse of the Darkness. Ach, come on, echt jetzt. So, Self-Sacrifice Room gehe ich nicht. Wer weiß, was da wieder drin ist. Oh! Hei. Und der schießt ja Kacke. Vor allem hält der viel aus. Ha, so, okay. Schlüssel. Boah, ich brauche Herzen, ey. Ich brauche unbedingt Herzen. Oh, nein, Explosivviecher. Oh, lasst mich doch aus der Ecke raus. Oh, da ist ein X-Stein. Ah, haha. Okay, ich brauche das Soul Heart. Da unten. Ha, ja. Holy fuck. Lasst mich da raus. Ha. Komm. Nur noch der eine. Alles safe. Scheiße. Speeddown, fick dich. Ja, okay, helf ab. Wenigstens so eine Pille. Ja, okay, Speeddown zackt echt. Aber... Scheiße! A fucking Curse, Alter. No! Oh, fuck, Alter. Ich meine, man sieht zwar noch das eine oder andere, aber... Boah, echt jetzt. Okay. Netterweise bleiben die Spinnen alle da, wo sie sind, so wie es aussieht. Okay.
sind alle down. Oh, was ist das? Faith up! Aha. Aha. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Nein, ich wollte nicht in den Raum. Ja. Ja, ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein. Item Room wäre ganz... Oh, das sind auch die Explosivviecher immer, diese grünen. Ja, aber sind schon tot. Ja, dann gehen wir weiter nach unten. Springviecher! Nein, 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 nein. Schon wieder die ganzen Spinnen. Ich mag euch nicht, wisst ihr das? Ja, ich laufe einfach in euch rein und hab nur noch ein halbes Herz, Alter. Holy fuck! Ja, jetzt springt sie wieder von mir weg, wenn ich sie damagen will. Aber dann, dann macht sie auf einmal den Superjump über die gesamte Map. Ja. Mann! Ha! Das stimmt gar nicht! Da ist dieses, das erste Item, was dabei Cool Stuff angezeigt wird. Das hatten wir gar nicht. Wir hatten die Milchtüte, oder ist das überhaupt eine Milch? Ach, keine Ahnung, was, dieses Ding halt. Und nicht diesen anderen HP ab. Haha. Bug! Ja, oder so, keine Ahnung. Egal. Gut, ich würde mal sagen, ich müsste eigentlich so besser werden, ich müsste außerhalb von Aufnahmen mehr üben, weil nur für die Aufnahmen spielt man halt zu selten, weil sonst müsste ich ja jeden Tag zig Folgen Isaac bringen, wenn ich hier jetzt gut üben würden wollen, bla, und das alles aufnehmen, ne? Das geht natürlich nicht, aber wenn ich jetzt übe, ohne aufzunehmen, und dann hatte ich vielleicht mal einen geilen Run und dann ist auch wieder kacke, dass ich es nicht aufgenommen habe, versteht ihr? Deswegen, vielleicht werde ich ja doch nochmal einfach so besser und dann ist alles in Ordnung oder so. Vielleicht auch nicht, vielleicht bleibe ich auf ewig so kacke. Aber egal, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, und wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare Hashtag, ja, nehmen wir einfach Hashtag Quantastisch. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, Leute.